Seit Februar trainieren die PST Trier Stampers, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Trick, Lauf oder Passspiel stehen im Trainingsplan. Die Offense und die Defense sollte fit gemacht werden für die neue Saison. Neuer Cheftrainer ist jetzt der US-Amerikaner Mike Scholar. Er und seine Assistenztrainer, zu denen auch Oliver Meyer gehört, haben ambitionierte Ziele. Mit der Herrenmannschaft wollen wir halt in der Landesliga Rheinland-Pfalz starten. Das ist halt die fünfte Liga, die fünfthöchste Liga in Deutschland. Und die Saisonziele sind ganz klar Wiederaufstieg in die Oberliga. Wir haben also letztes Jahr Oberliga gespielt. Weil das Team in der vergangenen Saison zu wenige Spieler hatte, musste der Verein die Mannschaft zurückziehen. Von den 26 Aktiven hatten sich 4 Spieler verletzt. Pro Spieltag muss ein Footballteam aber mindestens 22 Spieler mitbringen. Je 11 für die Defensive und die Offensive. Das konnten die Stampers nicht mehr leisten. Diese Saison sieht es anders aus. Wir haben vor allen Dingen viele neue Studenten gewonnen, also viele junge Spieler, also FH- und Uni-Studenten, weil wir gezielt halt da Werbung gemacht haben Ende letzten Jahres. Und wir freuen uns natürlich, mit vielen jungen Leuten halt eine neue Herrensaison bestreiten zu können. Obwohl der Kader jetzt gut besetzt ist, suchen die Stampers immer noch neue Spieler.